Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde von skymountain.de. Lebe jetzt, nicht später. Ich möchte euch meinen Erfahrungsbericht liefern über das Tamron 150 bis 600 mm in der ersten und in der zweiten Generation und möchte euch am Ende eine Empfehlung aussprechen, welches Objektiv sich wirklich lohnt. Es wird spannend, weil die Objektive sind preislich gar nicht mehr so weit voneinander entfernt. Das Tamron 150 bis 600 mm in der ersten Generation und hier in der zweiten Generation. Das Tamron 150 bis 600 mm Objektiv in der ersten Generation kam Ende 2013 auf den Markt und damals revolutionierte es den Markt der Telezoom-Objektive, der Super-Telezoom-Objektive. Bis dahin gab es zumindest in diesem Preissegment um die 1400 Euro noch kein Objektiv mit dieser Brennweite, sag ich mal, die sich dann ein Hobbyfotograf locker leisten konnte. Und da mich das damals schon fasziniert hatte, war ich einer der Ersten, der sich dieses Objektiv bestellt hat. Ich glaube sogar auf meinem Originalobjektiv, welches ich nicht mehr habe, da ich ja von Sony auf Nikon umgestiegen bin. Und auf meinem Objektiv war, glaube ich, keine höhere Nummer als irgendwas mit 50. Das heißt, es war eines der ersten 50 Objektive, das überhaupt produziert worden ist. Und das habe ich dann auch schon gehabt. Und das, was mich an diesem Objektiv wirklich fasziniert hat, war, da ich ja damals dann richtig angefangen habe mit der Naturfotografie, mit der Wildlife-Fotografie. Ihr kennt mein Video zum Thema Eisvogelfotografie. Kamerasettings. Es gilt das gleiche bis ähnliche wie beim Thema Steinbockfotografie. Und wie ihr seht, die haben schon keine Angst mehr. Da ist das Teleobjektiv ja auch schon zum Einsatz gekommen. Da konnte ich auch schon Erfahrungen mit dem Objektiv sammeln. Als dann die zweite Generation auf den Markt kam und ich dann mittlerweile schon bei Nikon gelandet bin, was die Kamerasysteme betrifft, konnte ich natürlich entsprechend mit dem neuen Objektiv, da ich die alte Generation dann verkauft habe, wo ich mir dann gesagt habe, ich kaufe mir die zweite Generation, mit dem neuen Objektiv weiter auf die Pirsch gehen und schöne Fotos machen. Über die Jahre konnte ich sehr, sehr viele Fotos machen und mir über das Objektiv der ersten und zweiten Generation mein Urteil fällen. Und das teile ich euch jetzt mit. Nach vielen, vielen Tausenden von Fotos und auch natürlich vielen Momenten, wo ich lernen musste, mit so einem großen Objektiv umzugehen, hatte man das dann irgendwann im Griff. Man konnte feststellen, zumindest, dass die erste Generation zwar auch super Bilder geliefert hat und die Ergebnisse, wenn sie denn mal richtig scharf waren, wenn die Kamera bei dieser Länge der Brennweite auch mithalten konnte, was dann die Unschärfe beim Verziehen und Mitziehen betraf, dann waren die Bilder wirklich super. Also das Objektiv war, auch wenn man es auf dem Stativ mit der Kamera hatte und dann nur ein Motiv fotografiert hat, knackscharf das Ergebnis. Man konnte das super auch für Makros nutzen, aus 2-3 Meter Entfernung eine Blüte fotografieren. Das Bild war hinterher wirklich knackscharf. Kann man nichts sagen, das Objektiv an sich war super. Meine Sony-Kamera hatte einen intern eingebauten Verwacklungsschutz. Meine Nikon-Variante hatte dann im Objektiv einen eingebauten Verwacklungsschutz. Beide Techniken haben sich jetzt nicht groß etwas genommen. Ich hatte das Gefühl, dass die zweite Generation tendenziell auch deutlich schneller war, was den Autofokus betraf. Man hatte in der Kombination, ich hatte damals die Sony A77 Mark I und Mark II im Einsatz. Und selbst bei beiden Varianten ist das Objektiv
an seine Grenzen gekommen und auch der Autofokus in der Kamera, was die Geschwindigkeit und die Motivscharfstellung betroffen hat. Das war bei der zweiten Generation nicht so der Fall. Die Kamerakombination, meine Nikon D7200 mit dem Tamron 150-600 in der zweiten Generation, die Kombination hat einfach gepasst. Man hat das Motiv, egal ob das jetzt ein rennendes Reh, ein fliegender Vogel war oder was auch immer, man hat das Motiv sehr schnell im Fokus gehabt, musste dann entsprechend nur bei der relativ kurzen Belichtungszeit das Motiv knipsen und dann hatte man ein knackscharfes Bild. Was so die Schärfeunterschiede zwischen dem einen und dem anderen Objektiv betrifft, ich würde sagen, die nehmen sich nicht allzu viel. Sie waren sehr, sehr ähnlich. Die neue Version war gefühlt vielleicht tendenziell ganz, ganz, ganz wenig besser. Ich als Hobbyfotograf, der das jetzt nicht beruflich macht, sodass ich sage, ich muss so viele Fotos, die gut sind, machen, dass ich sie auch verkaufen kann, sondern einfach nur aus Just for Fun. Da ist ein Eisvogel, Eisvogel fotografieren, Thema erledigt. Für mich hat praktisch die erste Version in der Hinsicht in puncto Schärfe voll ausgereicht. In puncto Geschwindigkeit war die zweite Generation deutlich besser. Das heißt, je nachdem, was ihr mit dem Objektiv machen wollt, ihr habt schnelle Motive oder langsame Motive. Gerade im Thema Wildlife, man weiß bei Tieren nicht, wie schnell sie die Richtung wechseln. Es kann sein, die fliegen auf euch zu, sehen euch, fliegen dann nach links oder rechts weg oder tauchen ab ins Gestrüpp und dann kommt die Kamera da schon ins Straucheln und kriegt das dann auch nicht hin. Ich fand bei dieser langen Brennweite das manuelle Fokussieren auch schon gar nicht so einfach. Das heißt, man musste sich an sich schon auf einen Autofokus, der in der Kamera eingebaut ist, verlassen können. Der musste schnell mit der Kamera harmonieren. Das war bei der Nikon und G2-Kombination deutlich besser als mit der ersten Generation. Von daher, wer schnelle Motive braucht, zweite Generation, wem das nicht ganz so wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, Autorennen fotografiert, wo ihr genau wisst, das Auto kann nur an dieser Spur entlang fahren, dann könnt ihr auch die erste Generation nehmen. Die würde in dem Fall auch voll ausreichen, weil ihr da schön manuell auch sauber nachfokussieren könnt, was eben bei Wildlife nicht immer der Fall ist. Wenn ihr jetzt Safari macht, der Elefant rennt auf euch zu, dann wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass er jetzt nicht unbedingt schnell im Gestrüpp sich versteckt, weil er Angst hat oder links oder rechts abbiegt, sondern er wird erstmal auf euch zurennen und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon wieder größer. Ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Viele Elefanten haben wir jetzt nicht in Deutschland. Meistens stehen die im Zoo an der Kette und da wiederum ist das Motiv etwas, was nicht so schnell die Richtung ändern kann, wo dann ein Teleobjektiv natürlich auch interessant ist, weil man mit 600 mm sehr nah an das Motiv herankommt und gleichzeitig sehr weit weg ist. Auch wieder ein Beispiel aus dem Zoo oder aus der Safari. Wenn ihr zum Beispiel einen Löwen fotografiert, ist es für euch immerhin sicherer, auf 600 mm Distanz mit dem Objektiv zu sein, als wenn ihr direkt mit dem Makroobjektiv vor dem Löwen steht. Könnte schlecht ausgehen, je nachdem, ob der Löwe schon was gegessen hat oder nicht. Kommen wir zum Fazit. Nein, Moment, bevor wir zum Fazit kommen, ein Feature, das mich bei der ersten Generation super genervt und gestresst hat, war die Tatsache, dass das Objektiv nicht, zumindest bloß im eingefahrenen Zustand, gesichert werden konnte, dass es nicht mehr ausfährt. Und wenn es nicht gesichert war, es ist aus der Länge in die Länge gegangen. Und wenn man die Kamera dann schön am Gurt hatte und hin und her pendelte, es hat sich immer ausgefahren. Bei der neuen Generation, bei der G2, konnte man über den Fokusring, über den Zoomring, den konnte man vor- und zurückschieben und so das Objektiv in jeder Brennweitenstellung fixieren. Und das ist ein Feature, das super genial ist bei dem Objektiv. Und alleine aus dem Grund würde ich fast sagen, ist das Objektiv in der zweiten Generation das absolute Minimum, was man sich kaufen sollte. Und jetzt kommen wir zur Entscheidung, welches Objektiv man kaufen soll. Ich habe euch ja schon erklärt, wenn es euch nicht so wichtig ist, dass, weil die Motive nicht so schnell sind, dann ist die erste Generation absolut super und voll ausreichend. Wenn ihr ein schnelles Objektiv wollt oder auch eine Kamera, die richtig schnell ist, auch die erste Generation wird schneller, wenn die Kamera, die angekoppelt worden ist, einen schnellen Autofokus hat. Nichtsdestotrotz, der Preisunterschied von diesen zwei Objektiven,
Die erste Generation liegt schon ungefähr bei 800 Euro, die zweite Generation mittlerweile bei 1000 Euro. Das ist ein Unterschied von 200 Euro. Nur 200 Euro. Gut, jetzt kann der eine oder andere sagen, 200 Euro, da könnte ich mir noch eine 50 mm und 35 mm Festbrennweite kaufen. Da ist noch so viel drin, aber es ist im Verhältnis von 800 bis 1000 Euro ist es doch relativ gering. Und aus dem Grund würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass dieses eine Fünftel oder diese 20% Unterschied nicht allzu viel ausmachen. Und ich dann an eurer Stelle, wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt 800 Euro gespart, ich kaufe mir jetzt das 600 mm Objektiv, aber ihr habt schnelle Motive, was weiß ich, wilde Vögel, Rehe oder ähnliches, dann nehmt ihr die zweite Generation. Das waren meine Erfahrungen zum Thema 150 bis 600 mm Objektiv erste und zweite Generation. Wenn ihr weitere Fragen habt, ihr kennt die Objektive auf meinem Kanal. Falls ihr sie nicht kennt, schaut in die Videos rein. Ansonsten Kanal abonnieren, wenn ihr weitere Fragen habt. Gerne in die Kommentare. Ich bringe euch demnächst noch mehr Erfahrungsberichte. Und wenn ihr dann noch andere Themen haben wollt, dann natürlich weiterfragen. Die Fotografie hat sich weiterentwickelt und deswegen keep on going. Bis zum nächsten Mal und tschüss.